Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon X in der Frosthöhle unterwegs. Auf der es glücklich zugeht. Gut, Wave ist schon drauf, dann kannst du weitergehen. Hui, hi, willst du kämpfen? Also ich will kämpfen, ich weiß nicht, ob du kämpfen willst, aber ich möchte gerne kämpfen, wenn es denn möglich wäre. Oh, ein Raichu. Haben wir auch noch nicht so oft gesehen, ne? Nehmen wir Aurasphäre. Au. Natürlich sind wir paralysiert. Warum denn auch nicht? Deine Route kannst du dir sonst wohin stecken. So, weg mit dir. Ein Enterhorn, ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, noch eine Aurasphäre. Das war's mit dir. Oh, ein Knogger. Ja, benutzen wir auch der Aurasphäre weiterhin. Ja, Gott sei Dank ein Volltreffer. So viel zum Thema. Ja, die Leute haben hier wahrscheinlich auch Eis-Pokémon. Pustekuchen. Mache ich das so richtig? Also so schlecht scheine ich das ja nicht zu machen. Ein Relikat. Auch da können wir Aurasphäre gegen einsetzen. Das ist sogar sehr effektiv. Was will ich hier mit Heilwoge? Jedenfalls nicht kämpfen. So viel Shit fest. Ja, beinahe hätten wir auch einen Rizaros im Team gehabt. Irgendwann. Wow, ein Eishalter. Wie nützlich. Ich glaube, Eis ist so, beziehungsweise Einfrieren ist so der seltenste Statuszustand, der passiert. Okay, das war easy. Okay, ich habe mir vorgestellt, das wird ein bisschen schwieriger. Hallo, Keifel. Haben wir gar keinen Schutz drauf? Naja, wir werden es überleben. Dann sehen wir auch mal was von der Natur hier. Oh, das war easy. Offensichtlich haben wir keinen Schutz drauf. Hallo, Rosanna. Waren deine Augen schon immer so klein? Ich habe das Gefühl, du hast jetzt ziemlich kleine Augen. Oder einen ziemlich großen Kopf. Eins von beiden.
Das nächste ist die Psycho-Arena, ne? Ach ja, gut, da haben wir Quark, das ist gar kein Problem. Das sollte easy peasy werden. Kriegen wir hin. Das nächste, danach ist, glaube ich, eine Eisarena. Da kann sich Wave dann wieder austoben. Außer sollte das ja nicht so das Problem darstellen. Ansonsten haben wir noch Crimson. Und Queen. Ich sollte vielleicht wechseln. Weil auf Queen sollten Eisattacken effektiv sein, aber die Gestandsattacken sind auch effektiv. Von daher mache ich mir da nicht allzu große Sorgen. Wir haben genug Pokémon, um Eis zu countern. Eis hat sowieso generell sehr viele Schwächen. Und Level 52 für Wave. Apropos, Wave sollte vielleicht mal was zum Heilen kriegen. Aber kein Hypertrank. Wir müssen erstmal die Tränke hier aufbrauchen. So. Geht's hier lang? Oder gibt's hier ein Item? Ach, hier gibt's das. Der in Eisbrocken und der alten Eisfelsen zum Entwickeln. Damit wir auch in Zukunft uns hier ein schönes Glaziola machen können, wenn wir denn wollen. Wollen wir aber nicht, wir haben ein Felinar. Ich weiß nicht, ich mag Felinar lieber als Glaziola. Da ist ein Item. Und ein wildes Pokémon. Eis am Stiel. Ich meine, Eis in einer Waffel. Ihr habt doch einen in einer Waffel. Okay, die Eisrätsel hier sind ziemlich einfach. Da hatten wir schon mal schwierigere. Willst du nicht kämpfen? Nein, sie möchte heilen. Das ist das genaue Gegenteil. Aber er möchte kämpfen. Oh, das könnte doof werden. Die haben doch bestimmt Robustheit. Finden wir es heraus. Natürlich haben sie Robustheit. Gift-Hieb! Dafür hat's gereicht. Das lassen wir mal von der Expertin machen. So. Und Holzgeweih, bitte. Zertrümmerung ist für nichts besiegt. So. Oh, ein Rokara. Welch seltener Gast. Bist du nicht Stahlgestein oder so ein Blödsinn? Scheinbar schon. Na, klasse.
Dann greifen wir ihn weiter mit Dampfwalze an. Auch kein Problem. Geht doch. So geht das doch. Liegt da ein Item? Das war irgendwie offensichtlich, dass hier ein Item liegt. Hi. Ein Strepoli. Oh, ich glaube, ich habe Wave gar keinen Trank gegeben, ne? Was immer noch die Hälfte der KP. Na, nicht ganz. Wir wechseln. Ich hätte auch viel nah wechseln können. Mein Pech. Au. Ja, ich hätte auch viel nah wechseln sollen. Das wäre eindeutig schlauer gewesen. Oh gut, jetzt schafft Wave das auch alleine. Und wieder kann ich Crimson wiederbeleben. Bin ich froh, dass wir keine Nuzlocke spielen. Gut, aber ich werde wahrscheinlich auch nie eine spielen, denn dafür hasst mich das RNG einfach zu sehr. So, aber du und die zwei kriegst du. Nichts passiert. Was ist hier eigentlich? Da hat sich einfach mal ein Trainer in die Ecke gestellt. Schäm dich. Zurück in deine Ecke. Also, wenn ich ein Voluminas hätte, hätte ich mich auch in der Ecke gestellt. Lasst uns raten. Es hat Robustheit. Warum muss Robustheit nur so furchtbar nervig sein? Und Level up. Sag mal, lernt Lucario eigentlich noch eine gute Stahlattacke? Das bräuchte es eigentlich noch gegen vielen Pokémon. Ist sicherlich effektiver als, Schieß mich tot. Genau das. Ha, perfekt. Oh nein, was habe ich getan? Tja, also ganz darauf wollte ich eigentlich nicht. So. Oh, verdammt. Verdammt! Okay, wir müssen... ein höher. Okay, wir müssen uns... wir müssen von dem da oben, von dem da müssen wir kommen. Wir müssen rechts daneben stehen. Was ziemlich schwierig ist. Das heißt, wir müssen auf den Großen hier. Kommt man denn darauf? So jedenfalls nicht. Und nee, verdammt. Von hier. So, jetzt wird's was. Verdammt, ein daneben. Wie soll man denn da hinkommen? Ist das ein Rückweg?
Kann nicht sein. Wir müssen den da auf der rechten Seite stehen. Das heißt, wir müssen von da oben kommen. Können wir uns gegen den da? Ach, wir können auch. Können wir auch schräg? Da öffnet sich uns eine ganz andere Möglichkeit, wenn wir schräg plötzlich schräg stehen. Na, hier war ich schon. Ich glaube, die Ecke hier will uns nicht so viel bringen. Na toll, ich bin im Kreis gegangen. Ah, ich bin so schlecht in sowas. Ja, man kann auch schräg gehen. Das eröffnet euch ja ganz neue Möglichkeiten. Verdammt! Okay, ich habe keine Ahnung, wieso wir hier stehen, aber gut. Easy. Wenn man weiß, dass man schräg rutschen kann, ist das alles kein Problem. Ihr wusst wie. Ja, nehmen wir auch was. Ist das nicht neutral? Das müsste neutral sein. Nee, offensichtlich nicht. Au. Ja, wir wechseln ja schon. Ist ja alles gut. Meine Güte, die Trainer hier stellen sich aber auch an. Aha, abgewehrt. Kannst mich mal eine pushen. So. Aha. Ein Zink. Was gibt's denn hier? Oh, eine TM. Eine TM. Das wollte ich gar nicht. Wer schräg rutschen kann, ist ganz klar im Vorteil. Und dann ist es nur Eiseodem. Ich wünschte, es wäre Eisstrahl. Oder so. Nein, man hat die gute hier noch ein Elixier für uns versteckt. Wo war ich stehen geblieben? Genau hier. Bei Arctip. Ich mag Arctip. Arctip ist ein süßes Pokémon. Das guckt dann mit diesen großen Augen, also tu mir nicht viel. Hi. Es ist mächtig kalt hier drin, findest du nicht, Milady? Ja, vielleicht hätten wir uns selber anziehen sollen. Ich habe so eine Ahnung, dass sich weiter im Inneren noch etwas oder jemand befindet. Die da vielleicht? Dieses Rexblizzard ist ein Prachtexemplar, das nur so vor Energie strotzt. Und je mehr wir es reizen, desto stärker wird seine Fähigkeit Hagelalarm. Lass es uns rasch einfangen. Hey! Diese Pokéball-Diebe schon wieder. Hey, was habt ihr hier verloren? Wonach sieht es denn aus? Wir fangen hier Pokémon. Was sollen wir denn sonst mit all den Pokébällen anstellen? Wir haben es insbesondere auf Pokémon wie dieses Rexblizzard abgesehen. Er steckt so voller Energie. Und was wollt ihr mit der Energie anfangen? So ein Schnellmerker bist du nicht gerade.
Wer am meisten Geld, Pokémon und Energie sein eigenes, ist halt unschlagbar. Ganz einfach. Denen, die nichts haben, bleibt nichts anderes übrig, als sich all das zu wünschen. Aber es erklärt nicht, warum Team Flair Unmengen an Pokémon, Energie und Geld anhäuft. Warum wollt ihr alles für euch allein haben? Was habt ihr vor? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Wir von Team Flair werden überleben und sonst keiner. Schließlich besteht keine Notwendigkeit für uns, irgendwelche unwichtigen Menschen zu helfen. Ich würde ja noch gerne weiter mit dir quatschen, nur leider habe ich absolut keine Zeit mehr. Hast du das gehört, Milady? Niemand außer Team Flair soll überleben. Diese Leute sind völlig übergeschnappt. Ihr zwei macht diese Rotznasen jetzt kurz mit diesen zwei Rotznasen jetzt kurz im Prozess, verstanden? Los, aber Dalli. Jawohl, wir eilen. Los, Team Flair, immer weiter, Team Flair. Das ist das Markenzeichen von Team Flair. Bei uns ist immer alles eitel Sonnenschein. Ein Golbert. Ich dachte, das wird hier ein Teamkampf. Gut, dann machen wir trotzdem alles alleine. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied, außer dass wir schneller fertig sind. Ein Voltenso. Das war Voltenso. Es muss doch einen Weg geben, nach einer Niederlage die Zeit zurückzudrehen. Tja, fang dir ein Celebi. Dann hast du vielleicht gute Karten. Ich mag verloren haben, doch der Anblick dieser zauberhaften Winterwelten schädigt mich dafür. So sollte es sein. Immer eitel Sonnenschein. Hey. Ah, du bist weiter stärker, als du aussiehst. Wie viel Energie wo sonst noch in dir steckt? Oh, zu nah. Hallo, Hundemon. Damit wären wir fertig. Streichholzverteidigung sei Dank. Du bist nicht nur stark, du bist zu stark. Zu stark, um wahr zu sein. So wahr ich hier stehe. Das sagen viele. Huch, ich war noch nie gut im Verlieren. Nichts wie weg. Abmarsch! Milady, hast du denn gar keine Angst vor Team Flair? Ich fürchte mich vor denen und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schufte. Andererseits hätten wir Rexbesser nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Wir? Und normalerweise bin ich eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herauszugehen. Jetzt müsste sich das Mammutel wieder beruhigt haben. Ein Glück. Na, Rexbesser, alles gut bei dir? Nanu, Rexbesser will dir offenbar etwas geben. Ein Rexblisaniten. Tja, hättest du einen Trainer, könntest du das einsetzen. Haben wir ein Fluchtseil? Ich will den ganzen Weg nicht zu Fuß laufen. Bitte lass uns ein Fluchtseil haben. Ah gut, wir haben eins. Gott sei Dank, schnell weg hier. Ach, mein Spitz. So, zurück zum Pokémon Center und dann geht's weiter zur nächsten Stadt. So viel hat Frescura jetzt nun auch nicht zu bieten. Pokémon Center war hier, ne? Hier bei der Eingang. Pokémon Center war weiter unten. So, kurz heilen. Wen wollen wir denn für die nächste Route nach oben setzen? Also Wave ist jetzt erstmal raus. Das hat jetzt ganz schön gut gelevelt. Wen hatten wir denn lange nicht gemacht? Jetzt sind wir bei Chevrolet wieder nach oben. Ich tausche. Mal gucken, was es da so für Trainer gibt. Gibt es auf der Route überhaupt Trainer? Das ist doch die, wo man mit Mammut unterwegs ist, oder nicht? Ja, ein paar Trainer wird es sicherlich geben.
Hi, willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Ach, das ist der Typ von vorhin. Na komm, Mamutel. Ach, Mamutel ist auch ein tolles Pokémon. Hua! Ich glaube, ich packe lieber einen Schutz drauf. Falls da irgendein Lump von Pokémon hervorgesprungen kommt. Wo sind sie denn? Da. Unsere Top-Schütze. Mamutel, dreh dich bitte um. Da, genau. Das ist genauso eine beknackte Steuerung wie... Das... Hallo, ich will auch... So, jetzt gehst du da lang. Jetzt sag mir nicht, du kannst da nicht lang gehen. Geht doch. Hua! Weil ich's kann! Warte mal kurz. Was? Kann alles? Jetzt bin ich aber schockiert. Dafür ist hier mal eine Fasstafel. Ich könnte schwören, dass hier ein Item liegen würde. Nein, ich wollte nicht auf das Drop wieder rauf. Sorry, Mamutel. Mein Fehler. Hi. Wie die alle mit Pokémon kämpfen, die stark gegen Flug-Pokémon sind, ne? Okay, der Schlag muss sitzen. Ich habe keine Lust, noch so einen Himmelskampf zu verlieren. Es werden hier andere Seiten aufgezogen, aber jetzt kriegen diese Himmelskämpfer nur noch Mega-Entwicklung zu sehen. Wenn die unfair spielen kann, ich das auch. Au. Oh, das war's ja schon. Kurzer Kampf. Ich höre das jetzt weiter. So. Weiter geht's im Text. Ist da noch was? Ich glaube, da ist der Weg. Rückwärtsgang. Ich finde das sehr erstaunlich, dass Mamutel moonwalken kann. Warte mal kurz. Bin gleich zurück. Meine Güte, dass hier mal solche ganzen Eislabyrinthe sind. Ein Calcium. Dabei ist hier nicht mal ein Item, wie blöde. Hi. Okay, jetzt moonwalken wir den Weg da ein, oder was? Macht speedtechnisch jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Wenn, dann machen wir natürlich alle Felsen weg.
Oh nein, da geht's schräg hoch. Da kann Mammutel nicht lang. Danke, Mammutel. Ja. Da! Hey, Sefi. Ich fahre dich zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena von Fluxia City heraus. Du bereitest dich also besser schon gut drauf vor. Am wenigsten hat er an seine Kriegsbemalung gedacht. Hier noch irgendwas? Ja. Ein noch ein Sonderbonbon. Meine Güte. Na, brauchen wir nicht. Wir sind jetzt da. Hi, hast du was? Hast du was? Hast du was? Ach, die Leute haben alle so wenig. Und wir haben vor allen Dingen keine Zeit mehr. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Part beenden. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder in Fluxia um. Legen uns mit Caleb an und dann geht's auch schon in die Arena von Fluxia City. Und dann mal sehen, was uns noch alles so bevorsteht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich natürlich wie immer mit einem Ciao.